Herzlich willkommen zur dritten und damit letzten Folge TDT TV 2014. Wenn ihr dieses Video seht, dann fallen bei uns schon die ersten Dominosteine. Im Moment arbeiten wir allerdings noch an den letzten Details und mit dem Aufbau der Steine sind wir schon fast fertig. Die Kettenreaktion wird dieses Jahr nicht nur aus Dominosteinen bestehen, sondern wir haben auch einige Techniken eingebaut, die hoffentlich für spannende Effekte sorgen werden. Der erste Impuls wird natürlich am Start gegeben und dort steht Sascha gerade. Sascha, was gibt es denn am Start alles zu sehen? Ja, Lukas, diesmal haben wir uns für den Start etwas ganz Besonderes einfallen lassen, nämlich eine überdimensionale Murmelbahn, welche dann logischerweise auch durch eine Billardkugel ausgelöst wird. Und diese Kugel läuft dann 10 bis 15 Sekunden herunter und stößt dann die Domino-Reihe an. Aber das seht ihr dann erst beim Falldown. So komisch es jetzt hier auch aussieht, wir haben keine Angst vor Mäusen. Diese Mausefallen sind für einen ganz besonderen Zweck gedacht, denn am Falldown-Tag wird durch diese Mausefalle ein Bobbycar ausgelöst, welches hinter mir dann herunterfahren wird. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Ich sitze inmitten des Stickbomb-Weltrekordversuchs mit zwei Stickbomb-Techniken. Zum einen die Cobra-Weave-Technik und die normale Stickbomb-Technik. Und damit gebe ich zurück zu dir ins Studio, Lukas. In der letzten Folge hattet ihr ja bereits den ersten Teil von Das Duell gesehen, wo wir den schnellsten Domino-Aufbauer unseres Teams ermitteln. Jetzt folgt der versprochene zweite Teil inklusive Finale. Und damit gebe ich ab an unsere Kommentatoren Paddy und Sascha. Schönen guten Abend zum Finale von Das Duell, wie den Halbfinals wieder bei mir, Sascha. Ja, hallo Patrick. Ja, Sascha, bei uns stehen jetzt die vier Kandidaten, die sich fürs Finale qualifiziert haben. Zu meiner Linken zum einen Kevin und Samuel. Ja, und zu meiner Rechten der Lukas und der Justin. Ja, sehr. Oh, hoher Besuch. Hoher Besuch. Ja, Anu, servus, grüß dich. Hallo, Tobi. Hallo. Hi, servus. Hallo, Tobias. Ja, jetzt auf 10 Meter müssen die Steine aufstellen und dann hinten wieder anstoßen. Und die erste Reihe, die hier ankommt, das ist dann unser Sieger. In 3, 2, 1 und los. Das geht ja wieder zur Sache hier. Diesmal doppelt so lang wie im Halbfinale, stimmt's? Richtig, diesmal doppelt so lang wie im Halbfinale. Oh, das war heute die Unterkunft. Bis ganz zum Ende. Er ist halt kein Olli Kahn. Also Justin bekommt wohl nächste Woche sofort ein Angebot von der Charité in Berlin. Er hat hier momentan die schnellsten und präzisesten Finger. Wieso baust du Kurven? Ist nicht eine Gerade schneller? Weil der Boden verdammt krumm ist. Der Boden ist verdammt krumm und nicht seine Linie. Man merke an, er sagt, der Boden sei daran schuld. Und bist du wie ich der Meinung, dass es an deiner Glücksmütze liegen muss? Es kann sein. Es kann nur an der Mütze liegen, aber er hält auf, er hält ein, auf. Ein schöner Reflex von Justin. Justin wird gleich im Ziel sein und unsere Preise entgegennehmen. Wer ohne Sünde ist heute Abend, der werfe den ersten Stein. Und Justin scheint dieser Mann zu sein. Und die Linie fällt sie auch durch. Wir hören das Klackern der Steine. Sie laufen wohl bis zum Ende durch. Klappt das? Ja, und es ist der erste Platz an Justin. Samuel hatte mehrere Fehler heute und er hat auch eine halbe Spirale gebaut. Eine halbe Spirale gebaut, das war nicht das Ziel, das war ja eine gerade Linie, sollte es werden. Die Steine haben jetzt verschiedene Geschwindigkeiten und bei Lukas fällt es um. Hätte damit nicht Lukas passieren dürfen. Auf dem letzten Platz. Nee, Samuel. Aber Samuel an. Läuft sie durch. Sieht gut aus. Die fällt durch. Ja. Jawohl, und das ist der zweite Platz. Du darfst jetzt aussuchen zwischen diesen zwei Preisen. Was isst du am liebsten? Chips und diesen längeren Schlangen. Da kannst du dir heute Abend einen schönen Abend bei Arte machen, weil RTL sind heute, glaube ich, ein Schwarzbild. Somit geht der andere Preis an den zweiten Platz, Samuel. Auch von unserer Seite nochmal tschüss, Dach und auf Wiederloge. Bis ins nächste Jahr. Und damit haben wir den schnellsten Domino-Aufbauer unseres Teams ermittelt und ihm unseren grandiosen Preis übergeben. Da der letztjährige Besuchernachmittag so gut angekommen ist, haben wir ihn auch dieses Jahr am Donnerstag wieder eingebaut. Samuel hat nun sowohl einen Gast als auch zwei andere Personen vor dem Mikro, mit denen wohl keiner gerechnet hätte. Vielen Dank, Lukas. Anno und Tobi sind jetzt endlich hier angekommen nach 8 Stunden Zugfahrt. Unter Domino-Bauern sollten die beiden ja bekannt sein für alle anderen. Die beiden sind schon langjährige Mitglieder von CDT und bauen beide auch schon sehr lange Domino. Tobi, wie kommt ihr dazu, 700 Kilometer oder sogar noch mehr Anreise auf euch zu nehmen, um hierher zu kommen? Also für mich alleine ist schon dieses Event lohnenswert zu kommen. Und da nehme ich auch gerne 8 Stunden Zugfahrt in Kauf. Und ja, als ich das erste Mal hier rein war, ja, hat sich eigentlich schon gelohnt.
Und Anno, was sagst du jetzt so zu dem Event? Ich meine, ihr habt ja beide schon viel Erfahrung mit so großen Events. Was sagst du dazu? Es ist super. Die Halle ist riesig und ihr nutzt da auch gut aus. Es sind schöne Projekte. Ich freue mich sehr auf den Foldown. Okay, und jetzt habe ich ein paar Schätzfragen für euch. Ich stelle sie einfach an euch beide und ihr antwortet einfach ganz schnell, ohne groß drüber nachzudenken. Die erste Frage ist, wie viele Steine werden umfallen beim Foldown? Ja, soll ich in Prozent sagen? Ich sage 190.000. 188.000. Es werden ein paar Mausefallen schiefgehen. Okay, interessantes Statement. Wie viele Scheinwerfer hat Matthias Heinzelmann hier aufgebaut? 27. Ich würde, ja, 25 sagen. Okay, wie viel Kilogramm Schweizer Schokolade hatten wir zu Beginn? Das kann ich aus Erfahrungswerten von CDT abschätzen. Ich denke mal, er hat sich noch weiter gesteigert und sage 8 Kilo. Ich würde mich dem anschließen. 8 Kilo. Okay, also wie viele Steine fallen werden, kann ich natürlich selbst noch nicht genau sagen. Ich würde natürlich sagen 200.000, ist ja klar. Aber ich kann sagen, sowohl bei der Schokolade auch als bei den Scheinwerfern habt ihr euch grandios unterschätzt. Also Schokolade hatten wir circa 17,8 Kilogramm und Scheinwerfer befinden sich 66 hier. Wie viel von der Schokolade ist noch da? 500 Gramm vielleicht oder so, also nicht mehr so viel. Okay, dann noch eine Frage. Welches ist euer bisheriges Lieblingsprojekt von dem, was ihr bisher gesehen habt? Ja, also ich würde sagen, das, die Lego 3D-Wall gefällt mir ziemlich cool. Ich finde das Farbwechsler-Projekt einfach sehr schön. Ich finde Farbwechsler immer toll und die sehen wirklich sehr gut aus. Okay, und an welcher Stelle würdet ihr sagen, ist es am kritischsten? Ihr habt ja auch schon viel Erfahrung. Wo sagt ihr, wo könnte es vielleicht stehen bleiben? Mausefallen. Ja, Mausefallen. Ich habe jetzt hier zwei Besucher bei mir. Was war denn Ihr erster Gedanke, als Sie hier in die Halle gekommen sind und dieses Projekt gesehen haben? Ich habe mir gedacht, das ist toll, so viele bunte Dominosteine. Ich finde es einfach toll, wie ihr das auf die Beine gestellt habt und es ist ganz faszinierend, wie ihr das in der Vorarbeit alles organisiert habt. Da sind ja viele Computerprogramme oder viele Arbeitsstunden am Computer notwendig und dass ihr das so toll organisiert mit so vielen Aufbauern und auch die Sponsoren auftreibt und das alles von Jugendlichen gemacht, das finde ich ganz toll. Und wie haben Sie denn von diesem Projekt hier erfahren von Domino und haben Sie sowas davor überhaupt schon gekannt oder sehen Sie das zum ersten Mal? Da sehe ich es zum ersten Mal. Erfahren habe ich es von meiner Freundin, der Sohn da mitwirkt und ich finde es ganz toll und gratuliere ich dazu. Okay, ich habe jetzt ein paar Schätzfragen an Sie. Sie antworten einfach ganz schnell, ohne groß drüber nachzudenken und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Wenn man alle Steine, die wir hier verbaut haben, in einer Reihe aufstellen würde, was denken Sie, wie lang würde diese Reihe werden? 200.000 Dominosteine. Einfach schätzen. 5 Kilometer. 30 Kilometer. Und wie lange würde sie zum Umfallen brauchen? 20 Minuten. Dreiviertelstunde. Die Steine in einer Reihe wären 3 Kilometer lang und würden eine knappe Stunde zum Umfallen brauchen. Okay, dann noch eine kurze Abschlussfrage. Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsprojekt, das Sie bisher hier gesehen haben? Der Teddybär. Die Ente. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Spaß, sich hier noch weiter umzuschauen. Und damit gebe ich zurück zu Lukas ins Studio. Anno Domino und Million Dollar Boy werden noch bis Freitag hier bleiben und werden somit die Show und den Falldown live miterleben. Beides werdet ihr dann natürlich auch bald auf YouTube sehen. Und nun gibt es ein letztes Mal die 5 besten Fotos der letzten beiden Tage. Viel Spaß! Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare bei der letzten TDT-TV-Folge, auf die ich jetzt genauer eingehen werde. Der erste Kommentar kommt von Conny Domino und zwar: Wie habt ihr das Puzzle gelebt? Wir bei TDT, wir leben Domino einfach. Aber um jetzt mal ernsthaft auf deine Frage zurückzukommen, wir gehen davon aus, du meinst, wie wir das Puzzle geklebt haben. Und das ist ganz einfach zu beantworten. Ein bisschen doppelseitiges Klebeband wirkt Wunder. Leha Free hat uns geschrieben:
Wo habt ihr eigentlich alle Dominosteine her? Habt ihr Sponsoren oder alle selbst gekauft? Wenn gekauft, wie viel haben 200.000 Steine gekostet? Wir beziehen all unsere Dominosteine von Maria Lamping. Und ja, wir haben Sponsoren, die uns glücklicherweise bei der Finanzierung der Dominosteine unterstützt haben. 100 Steine kosten 4 Euro plus Versand. The next comment is by W Domino and he wrote, "Lol, this episode shows how much time you got between the hours of building. Very nice." Auch wenn es vielleicht anders rüberkommt, aber so viel Zeit haben wir in der Aufbauwoche gar nicht. Und daher ziehen sich die Schnittarbeiten für TDT TV auch teilweise bis in die Nacht hinein. A comment by Havish5. Funny competition, great episode. Also, instead of painting 5 sides, why didn't you use the other domino color and just paint one side? Natürlich hast du recht, das wäre die einfachere Variante. Das Problem liegt allerdings darin, dass die Deckkraft der anderen Sprühfarben nicht ausreicht. Und nun sind wir leider wirklich schon endgültig am Ende des diesjährigen Magazins angelangt. Das gesamte TDT-Team bedankt sich bei euch fürs Zuschauen. Natürlich könnt ihr auch dieses Mal wieder Kommentare unter dem Video dalassen. Wir werden sie dann schriftlich beantworten. Und somit verabschiede ich mich das letzte Mal von TDT TV 2014 und ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr bei TDT TV 2015 wieder. Ciao!